herzlich willkommen zu einem Lego Friends Aufbau Tutorial. Wir bauen heute den Truck von Stefanie. Also, ihr braucht zwei Räder, ein Viereck mit zwei Nippeln, ein gelbes Ding mit Streifen und langen Streifen, hier ein Viereck mit einem Loch innen dran, zwei Ecken mit einem hier so hohl und da auch hohl, zwei Bänke und ein Doppelviereck. So, fangen wir an mit den Rädern. Also, die Räder kommen hier an diese Nöppel dran. So. Dann kommt das, dieses Doppelviereck, so. Das letzte Viereck kommt so da dran, auch drauf. Da ist noch ein Viereck los, so. Dann kommt hier die zwei Bänke auf jeden Fall in die Mitte. So, in die Mitte. Da, warte, Entschuldigung, falsch rum. Dann kommt hier hinten das Gelbe. Da vorne kommt dann hier dieses Löchlein, so. Und die zwei Bänke kommen dann hier an die Ecke. Warte, mache ich jetzt mal eben. So, und das andere auch. Warte, falsch rum, so. So. Das sieht dann so aus. Das war ist der Anhänger von Stefan. Gehen wir weiter zum Truck. So, also dieses brauche ich leider eine Anleitung, weil das ein bisschen schwerer ist. Deswegen, müssen wir eben zum Truck rüber. Hier, ja, das ist der Truck. Hier, dann brauchen wir zuerst dieses, also ich sage euch jetzt mal die Teile, vier dicke Räder. Ein normales Viereck, ein so ein Ding, so eins mit so zwei Dingern. Dann hier so zwei Racer-Teile, Doppel und nochmal zwei wie eben. Und ein Dreier-Eck und hier so ein Viereck mit oben Punkt und zwei davon. Und zwei davon, diese Pünktchen und das. So, dann fangen wir jetzt mal an mit diesem Ding. So, das stecken wir dann hier vorne so dran. So, hier so. Dann kommt jetzt dahinter. So, dann fahren wir mal weiter. Dann kommt dieses Teil hier dahin. So, das sieht dann so aus. Dann kommt dieses Viereck dahin. So sieht das dann erstmal aus. Dann kommen diese zwei, hier die zwei, kommen an dieses Anhängerding. Das ist dann so und das andere an der anderen Seite. So, dann sieht das, warte, ist das ja richtig? Warte, da fehlt doch was. Da fehlt hier jetzt irgendwas. Also dann kommt, das hier. Dann kommt jetzt das so dahin, oder? Ja, das kommt so dahin. Dann kommt dieses Ding an diese Seite hier, so ans Ende. Dann kommt das Teil einmal an diese Seite und einmal an, an diese Seite. Das sieht dann so aus. Dann kommt, warte, was ist denn das? Dann kommt das, warte, hier fehlt doch irgendein Teil. Nein, hier fehlt doch kein Teil. Dann kommt das jetzt hier hin. So, dann schlagen wir die nächste Seite auf. So, dann kommt so ein, dann kommen die Räder hier unten dran. Ich weiß jetzt,
genau. Hier hinten eins da und eins da. Dann machen wir jetzt die Räder, hier die vier Räder, machen wir jetzt an jede Seite wie eben, nur mit den kleinen und jetzt mit den großen. So da dran wieder. So. Und so. So, das ist schon ganz gut. Und dann kommt jetzt hier hinten dran das Gelbe. Schon haben wir Stefanies Twachfett. Jetzt nehmen wir den kleinen Anhänger und Stefanie. Der Anhänger kommt hier hinten dran, so dass das dann so aussieht und die Räder mitfahren können. Und Stefanie setzt sich hier, hier so hin. Warte, hat die nicht. Also die setzt sich hier lose hin. So, und dann nehmen wir jetzt nochmal eben, ich suche mal eben den Hasen. Ich habe das auch noch irgendwo. Hier ist er. Wir nehmen jetzt mal den Hund, weil meinen Hasen finde ich gerade nicht. Also sieht das dann so aus. Ups. So. Und so. Und dann könnt ihr ruhig, aber ich würde es vorsichtig machen, weil ein bisschen. Genau, dann würde ich den mal hinstellen. So, Stefanie, hinstellen. Boah, Stefanie, mein Gott. Bist du manchmal doof. Und den Hund kann man entweder hier hinten rein oder hier vorne mit dem Föt eine Pfote da versuchen dran zu machen. So. Und dann kann man ruhig mit dem Ding fahren und damit spielen. Vielleicht habt ihr noch andere Sachen von Lego Friends, könnt dann damit fahren. Das war's und tschüss, bis zum nächsten Mal.